Hallo, hallo und guten Morgen miteinander. Und heute geht es um Nachhaltigkeit beim Essen, beziehungsweise um Nachhaltigkeit am Esstisch. Und wenn du Lust hast, bleib gerne dran. Also, ich habe drei Sachen für dich heute, über die wir kurz nachdenken können, wenn wir über Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang sprechen. Und genau, ich freue mich auf dich. Also, los geht's. Die Frage ist natürlich Nachhaltigkeit beim Essen. Also, ihr wisst, ich habe zwei Kinder, meine Kinder sind eins und drei. Und jetzt ist natürlich alles, was in irgendeiner Form auf, ja, auf Meal Prep und sowas abzielt, natürlich irgendwie cool, aber nur so begrenzt umsetzbar, weil die Kids einfach noch zu klein sind. Und die Frage, die sich natürlich stellt, das sind also eigentlich drei Sachen, die ich dabei habe, über die du kurz nachdenken kannst. Das eine, es ist, glaube ich, auch das Wichtigste, also wir verlassen uns komplett auf das Hungergefühl unserer Kinder. Bedeutet, wenn wir zu Hause sind und sie mir sagen, dass sie keinen Hunger haben, dann bin ich der festen Überzeugung, dass meine Kinder dahingehend kompetent sind. Also das heißt, ich verlasse mich auf das Hungergefühl meiner Kinder. Wenn es zwar Mittagszeit ist, aber keiner irgendwie Hunger hat, dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, Gott weiß was aufzufahren. Natürlich ist es so, dass du ja irgendwie die Sachen bereitstellen musst, ne? Also du kannst ja nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Also von der Warte her, ja, wir machen das so. Bei uns kocht ja mein Mann großteilig, also gar nicht ich selber. Und also aus Spaß und Aufteilungsgründen, ja, kocht mein Mann. Das macht ihm mehr Spaß. Er kann es auch besser als ich. Ich gebe es gerne ab. Von der Warte her ist es für uns total fein. Und ja, wir haben ganz viele Sachen tatsächlich auch vorgekocht und im Froster. Das heißt, wir können relativ spontan entscheiden und müssen eben nicht jeden Tag in der Küche stehen und ja, irgendwie immer irgendwas frisch machen. Am Wochenende machen wir das schon und dann kann es aber durchaus passieren, dass wir halt, keine Ahnung, zwei Mahlzeiten halt am Tag nur haben. Und der Vorteil ist natürlich, es wird dann einfach auch aufgegessen. Also nicht alles, aber es wird dann auf jeden Fall besser aufgegessen, als wenn wir ähnlich wie im Kindergarten gefühlte fünf Mahlzeiten am Tag anbieten. Achtet auf das Hungergefühl eurer Kinder. Wenn die um 12:30 Uhr sagen, sie haben einfach keinen Hunger, okay, dann haben sie halt keinen Hunger. Dann gibt es halt eine Stunde später Mittag, mein Gott. Und wenn ihr los müsst, dann pack halt ein Brötchen ein. Also ich sehe das komplett unproblematisch, weil wir haben auch nicht jeden Tag gleich viel Hunger. Und warum sollte das unseren Kindern jetzt so furchtbar anders gehen? Ich finde, am Esstisch darfst du gerne eigene Regeln haben. Also das heißt, eigene Regeln im Sinne von, was ist mir denn jetzt wirklich wichtig beim Essen? Also ist es so wichtig, dass die Kinder bis zum Schluss, bis alle fertig gegessen haben, auf ihrem Platz sitzen? Und damit ist es grundsätzlich entspannter am Esstisch und damit geht einfach viel Druck aus dieser Situation. Und das zahlt natürlich einfach auf die Nachhaltigkeit dahingehend ein, dass du einfach ja, dir selber nicht mehr so die Riesenwaffel machst, was jetzt genau auf dem Tisch steht, in welcher Auswahl, in welcher Pompösität da teilweise gegessen wird. Also für mich gibt es manchmal auch einfach eine Klappstuhle, ganz ehrlich, und die kriegen sie dann und dann ist gut und dann sind sie auch happy. Also und dann wird die halt eben, und darum geht es ja, dann wird die halt eben auch aufgegessen und ich habe nicht danach, entweder habe ich 10 Kilo zugenommen, weil ich all die Reste essen will, weil ich Lebensmittel wegschmeißen, ist für mich so der Tod. Also das wirklich, Lebensmittel wegschmeißen ist das Letzte. Und das ist so für mich irgendwie, wenn es um Nachhaltigkeit geht, tatsächlich mit das oberste Ziel. Also so zu wirtschaften, dass wir fast keine Lebensmittel wegwerfen. Also wir haben bestellen hier auch manchmal, aber das ist natürlich von der Verpackung her, ist es halt unfassbar, wie viel Müll entstehen kann für ein. Also das ist wirklich, bei uns gibt es doch richtig diese, wir sind ja hier, ne, Märkisch-Oderland, also kurz vor der polnischen Grenze. Und da gibt es noch richtig diese Styropor. Schachteln, so, wo du sagst, so, ich dachte, sowas gibt's gar nicht mehr. Aber die weigern sich auch. Ich habe mal gefragt, ob man, wenn man vorbeikommt und dass sie das in die Tupper-Schale machen und so. Aber da sagen die, das machen die nicht aus hygienischen Gründen. Wie das dann funktioniert, wenn wir ins Restaurant gehen. Wenn wir zu Hause da so nachlässig sind, ne, zum Thema eigene Regeln, wenn wir zu Hause so nachlässig sind, dann ist die Frage, wie wir das dann machen, wenn die im Restaurant sind. Und tatsächlich, also Ella ist ja jetzt drei, für Ole, der ist so aufgeregt, wenn wir im Restaurant sind, dass der sowieso wie verzaubert ist, was da halt los ist. Das ist noch nicht so das Thema. Aber Ella ist ja schon sehr, na, selbstständig und so, ne? Die sitzt auf einem normalen Stuhl, die kann alleine aufstehen und so. Und das Ding ist, dass wir tatsächlich besprochen haben, dass wir im Restaurant essen wir wie Prinzen und Prinzessinnen. Und das findet sie total schau. Also dann, da spreche ich mit ihr vorher, sage ich, wirst du sehen, da sind alle Leute richtig schick angezogen und dann ist man da wirklich wie eine Prinzessin. Und Prinzessinnen rennen halt nicht rum und
machen da irgendeine Krakehlerei. Und ich sage, dann kannst du dir was aussuchen und dann, ne, gibt es aber ausnahmsweise irgendwie Apfelschorle und so. Also da ist sie total fancy-hancy dabei. Also meine essen nämlich, also meistens, entweder gibt es so Kindermenüs oder die essen wirklich bei mir mit. Also ich bestelle für die nichts Eigenes. Oder was auch passiert, wenn die Kinder unbedingt was Eigenes wollen, dass ich nichts Eigenes bestelle, weil ich weiß, ich muss die Reste der Kinder essen. Die Frage, also der Nachhaltigkeit ist, welche Lebensmittel kaufe ich überhaupt ein? Und also welches Angebot stelle ich zu Hause zur Verfügung? Das heißt, also mir geht es auch ein bisschen um diese Vielfältigkeit sozusagen. Also ich finde halt, also ja, es ist wichtig, halt Obst und Gemüse und sowas herzustellen und das auch zu benutzen und den Kindern zur Verfügung zu stellen und in Summe sozusagen einen vielfältigen Esstisch bereitzustellen. Aber ich sehe halt überhaupt nicht, warum man 5 verschiedene Sorten Käse auf dem Tisch haben muss. Also, und das zahlt halt einfach wieder ein auf dieses Lebensmittel-Wegwerfen-Thema. Und dann ist es ja auch wirklich erschwinglich. Also, ne, das muss man ja auch sagen. Wenn du Obst und Gemüse sozusagen saisonal kaufst, dann kannst du es gut bezahlen, weil natürlich dann ist so viel auf dem Markt eigentlich, dass man es gut bezahlen kann. Ich versuche auf jeden Fall vernünftig einzukaufen. Wo kommen die Sachen her? Regional, saisonal und unverpackt. So, das sind, glaube ich, schon 3 gute Sachen. Und dann ist auf jeden Fall, wenn wir dann zu Hause sind, ist der große Anker ist, haben wir überhaupt alle Hunger? Oder nur so ein bisschen? Oder vielleicht später oder so? Dass ich das schon danach ausrichte und nicht gucke, was die Uhr sagt, weil es ist jetzt 12 und jetzt müssen wir Mittag essen. So, das machen wir nicht. Und tatsächlich kann ich dahingehend auch gerade am Esstisch nur die Empfehlung aussprechen, das ist der dritte Punkt. Definiert eure eigenen Regeln. Also zum einen, was es gibt, wann es das gibt, wie es das gibt, ob die Kinder am Tisch sitzen bleiben müssen oder peng oder ob die auch mal, keine Ahnung, sich einfach nur einen Apfel nehmen und dann wieder abpfeifen. Ja, ganz verhungert ist noch keins. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Bye bye.